Dann erzählt uns der Harald jetzt, wie wir unser Arbeitszimmer, Büros oder ähnliches monitoren können und gucken, wie gut denn die Luft ist. Ja, danke schön. Ja, also mal gucken. Ihr werdet sehen, das ist diesmal ein Vortrag, was ich so die letzten 2 Jahre darüber gelernt habe. Und das ist tatsächlich mal was mit Höhen und Tiefen, was sich da so im letzten Jahr alles angesammelt hat. Den Überblick, den sparen wir uns gleich. Es wird sehr viele Folien geben. Für 60 Minuten. Wenn ihr Fragen habt, die dann so ist es gut, Stream started. Ah, okay, das ist noch. Ich sehe den Chat in aller Regel nicht, aber Max wird mir dann sicher mithelfen und eure Sachen texten. Wenn ihr Fragen habt, gleich reinfragen. Ich versuche den Teil 1 mal einigermaßen schnell zu behandeln, was da so alles passiert ist im das erste Jahr, um vielleicht auch hinten raus noch ein bisschen gerne dann auch Fragen diskutieren zu können, was momentan nicht so richtig gut tut. So, also ich bin da ein bisschen reingestolpert, wie die Jungfrau zum Kind, wie man das, wer mich physikalisch kennt, auch ansehen kann. Ich gehe damit immer noch schwanger. Grund kommt gleich. Also was war Smart Home für mich? Das war immer irgendwie sowas mit so einer Glühbirne und so einem Funkschalter und irgendwas, was ich daheim nicht habe. Ich bin sehr analog vertrottet. Und genau dieses Set habe ich mal von einem Freund vor inzwischen 3 Jahren zum Geburtstag geschenkt gekriegt, noch mit so einem USB-Dongle und hat gesagt, krieg doch mal raus, wie das mit Linux funktioniert. Hat sich dann damals herausgestellt, es funktioniert mit Linux schon, wenn man mal den richtigen Dongle hat und nicht den, wo die Chinesen den falschen Chip aufgelötet haben. Nämlich einfach Bluetooth statt 40B, dann hat es auch irgendwie funktioniert. Aber und das ist halt so irgendwie, man hat da so alle möglichen Sensoren, so einen Bewegungsmelder. Sieht man eigentlich die Maus auch im Video oder Stream? Wenn ich was zeige, könnt ihr meine Maus sehen? Also, ich muss gucken, ja. Glühfaden, elektrisches Fallobst und sowas, genau. Also mit so einem Schalterchen, Bewegungsmelder, dass man dann irgendwie, was weiß ich, die Kellertreppe beleuchten kann, all so ein Kram. Und dafür ist das Smart Home und sowas erfunden worden. Aber mein Problem ist ein anderes. Wie gesagt, daheim brauche ich das eigentlich nicht, sondern dass dieses wunderschöne Gebäude, in dem ich seit 2014, glaube ich, arbeite, wo das neu gebaut wurde, die Klimatechnik uns immer mehr verlässt, vor allem in den Bereichen, wo ich arbeite, wo mein Büro ist schon so umgezogen worden. Aber immer da, wo ich bin, stelle ich fest, die Klimaanlage tut eher gar nicht. Und das finde ich blöd, weil ich mir so ein nordischer Typ bin. Und da ich bei mir dann selber am Arbeitsplatz mit einem teuren Datenlogger mal gemessen und festgestellt, ja, unsere Kühldecke tut nicht. Und dann wurde ich mal gefragt, kannst du das nicht auch von mir machen? Also so sieht es bei uns innen aus. Das sind lauter so abgehängte Kühldecken, die mit Kühlmittel durchflossen werden sollen. Die Fenster sind eigentlich ganz toll isoliert. Die Kühldecken kühlen auch, wenn sie in Betrieb sind. Das hilft ganz gut. Das schön, hat den Vorteil, es gibt keine Zugluft und es bläst einen nicht an. So im Gebäude, wo wir vorher waren, wo dann so diese Kaltluftventilatoren in die Decke eingelassen sind und der eine schreit, da zieht's und dann ist es zu kalt und ich schreibe, es ist zu warm. Durch eine Infrarot Kamera betrachtet, sieht es dann im Gutfall so aus, da kann man dann Temperaturen messen, blau ist gut, man sieht die Deckenpaneele oben sind blauer wie der Rest, das heißt, das ist wirklich kühler und dann kann man die Luft ein bisschen abkühlen. Das ist ein Bild, wo es draußen 32 oder mehr Grad hatte. Also man merkt auch, die Fenster sind maximal knapp 25 Grad warm, wenn man dann auch die Jalousien ein bisschen runterlässt, die sind eigentlich gut infrarot gedämmt. Wäre alles ganz gut, wenn die Temperatur von auch den vielen Leuten, die da dann im Raum waren, vor Corona-Zeiten in so einem Gebäudeflügel, 50, 60 Leute. Inzwischen ist das alles ein Stück anders geworden und ja, und da merkt man jetzt zum Beispiel schon, ein so ein Panel ist da mal wieder nicht so blau wie die anderen, das kühlt nicht so richtig. Oft ist in unserem Flügel, hier ist auch wieder ein Panel, das nicht blau sein mag und nicht kühlt, die da hinten haben auch nichts getan und dann ist die Decke schon bei 26 Grad und oft ist es so, dass hier gar nichts kühlt, das ist blöd. Ja, also warum das alles? Das ist bei uns bei Bosch Sensortech zwischen Tübingen und Reutlingen im Technologiepart. Das ist nicht unser Gebäude, nicht Bosch, sondern von dem Technologiepart, was durchaus eine Rolle bei dem Problem spielt, wie ich gleich noch erzähle. Das hat 5 Stockwerke, das Gebäude, mit jeweils 3 Flügeln. Und da ist ein Kühlaggregat oben auf dem Dach und oft stelle ich halt fest, es lüftet nicht. Wir haben keine gute Lüftung, Minimallüftung nur. Das heißt, man kriegt die Lüfter auch nicht richtig rein. Nachts wird die Kühlung ausgeschalten und keine Lüftung. Dann bleibt, wenn es denn warm war im Büro, auch die warme Luft drin. Alles nicht so richtig optimal. Und
in diesen Deckenpaneelen irgendwie, das habe ich auch nach 2 Jahren noch nicht richtig rausfinden können, gibt es auf jeden Fall Taupunktverdichter. Ganz wichtiges Element, weil wenn da viele Leute in so einem Büro sind und viel Feuchtigkeit oder auch Luftfeuchtigkeit von draußen und man macht oben an der Decke kühl, dann kondensiert irgendwann die Luftfeuchtigkeit und würde ja runtertropfen auf unseren wunderschönen Teppichboden. Und sowas geht gar nicht und dann macht lieber der Taupunktwächter das Ventil zu und die Kühlung aus, bevor wir einen Wassertropfen auf den Boden kriegen. Und immer wenn irgendwas nicht tut, hieß es halt, ja, da habt ihr die Fenster offen gelassen und es ist zu feucht und wenn das dann mal nicht mehr so feucht ist, wird es auch wieder kühlen. Kann man jetzt glauben oder auch nicht, aber das war halt dann immer. Und dann waren immer wir dran schuld, weil wir die Fenster offen hatten und dann hat sich auch niemand von unseren Vermietern drum gekümmert. Also der Anfang war eben dieser teure Datenlogger, den ich nur bei mir hatte und ich dann gefragt wurde, ja, geht es denn auch mehr? Aber das Ding hat über 10.000 Euro gekostet. Hat eigentlich sonst auch noch was anderes nebenher gemacht. Und dann ging halt drum, ja, was kann man denn so machen, dass man das über das ganze Gebäude ausdenkt. Also Skalen nochmal 5 Stockwerke, A3 Flügel, 15 Flügel, also mal mindestens 15 Messpunkte oder so. Also mindestens ein Sensor immer für die Raumtemperatur und für die Decke irgendwie hinkleben, wobei sich dann ausgeht, also weil die Gebäudeflügel relativ lang sind, machen wir lieber mindestens in den Nordteil und den Südteil einen rein. Da kommt noch mehr, dann also 30 und viel mehr Sensoren. Wie soll ich die alle vertraten? Also ich will sicher keine 30 Raspberry Pis im ganzen Gebäude verteilen müssen, zumal wir da wenig Netzwerkanschlüsse haben. Die müsste ich ja alle managen und dann wieder hinlaufen, wenn die SD-Karte kaputt geht. Also irgendwas muss zentral passieren. Funknetz durch das ganze Gebäude wäre nett. Und daher haben wir ein bisschen geguckt, was es so gibt. Und es gäbe im Prinzip Wi-Fi, bloß in den Firmengebäuden von Bosch darf man selber kein Wi-Fi betreiben und man kann keine so billigen Sachen einfach mal in das Wi-Fi-Netz reintun, die müssen alle mit einem hochsicheren Bosch WLAN-Key da rein ins Enterprise-Network, also so IoT-Kram in Wi-Fi kann ich sehr in der Pfeife rauchen. Ich habe später gelernt, wir hätten auch noch ein Wi-Fi-Netz gehabt für IoT-Geräte, das aber ins Internet gegangen wäre, da hätte ich irgendwie noch eine Cloud-Based-Lösung gebraucht, um dann die Daten aufzusammeln und irgendwas damit zu machen. Aber also erstmal Funktechnik. Wi-Fi ist schwierig. LoRa war gerade schon mal im Chat drin, ist eine sehr schöne Sache. Vor allem auf 868 MHz, da gibt es The Thing Network, da hat man auch einen Basisknoten und es gibt sogar ein gemeschtes Netzwerk so über Deutschland und andere Teile der Welt verbreitet. Tut man seinen Sensor hin, registriert, macht einen ganz guten Eindruck. Bluetooth mit Mesh Model war, wo wir das angefangen haben, vor über 2 und mehr Jahren, wo ich darüber nachgesinnt habe, gab es doch gar nichts mit Mesh Networking und auch kaum Bluetooth-Sensoren. Und Zigbee war schon in aller Munde eben vor diesem ganzen Smart Home-Zeug für Glühbirnen und anderen Geraffel und für Wetterstationen so im Privatumfeld. Dann haben wir die halt alle mal ein bisschen angeguckt, was da so gibt. Ein bisschen geschaut, was man so kaufen kann, Amazon, eBay an Sensoren. Das Dingens in der Mitte hier, das ist ein WLAN-Knoten, den sie bei uns in der Firma selbst gebastelt haben, mit so einem kleinen ESP8266 und mit einem Sensorboard von unserer Firma. Wir bei Sensordeck machen so Consumer-Elektronik-Sensoren, also alles Bewegungssensoren, aber auch Drucktemperatur, Feuchtigkeit, Gassensoren kommt später noch, also Sensoren und sowas hätten wir genug. Aber das muss dann ja immer jemand machen. Da muss dann jemand eine Firmware für machen. Das war mal für so einen Prototyp, der war WLAN und den durften sie so auch nicht betreiben, haben dann extra einen Standalone WLAN Access Point gehabt mit den Dingern. Wo ich angefangen habe, hieß es ja, von denen haben wir noch 40 oder 50 rumliegen, aber war nicht so ganz fertig. Und wie gesagt, WLAN Connectivity war zunächst mal unklar. Und wenn ich mehr brauche, das Projekt war schon wieder abgelaufen, ja, dann hätte man wieder jemanden finden müssen, wer da was macht. Ich habe bis heute das Passwort für diesen Knoten nicht bekommen, um damit rumzuspielen. Aber also WLAN wäre nett, hätten wir sofort Hardware, aber sage dann muss man wieder, der hätte auch USB-Anschluss gehabt zum diesen kleinen Akku laden. Wenn ich das dann in die Decke klebe und der Akku mal leer geht, alle paar Monate, dann muss jemand an die Decke laufen und da ein Ladekabel hinmachen, also alles schwierig. Die kleinen Dinger mit Anzeige da oben, da habe ich was gefunden für Bluetooth und habe mal 2 so Bluetooth-Thermometer bestellt, Temperatur, Feuchtigkeit. Schon die Beschreibungen bei den Amazon-Beurteilungen waren wenig vielversprechend. Also beim einen ist es wirklich so, dass die Handy ab über eine Minute braucht, um überhaupt die Temperatur auszulesen. Mesh-Networking konnten beide nicht. Einer konnte noch nicht mal Bluetooth Low Energy.
Dementsprechend schnell geht auch die Batterie leer. Das, also man hat mal so einen Versuch und man hat mal einen Thermometer, der was anzeigt, um es mal irgendwo auf den Schreibtisch zu stellen. Dieses Dingens hier ist relativ nett mit dem Käppchen. Das ist ein LoRaWAN-Gerät. Also LoRaWAN ist eben auch ein Mesh-Network, wo ich eventuell noch nicht mal eine eigene Basisstation brauche, wenn der nächste freie Knoten relativ nah bei mir ist. Wäre jetzt bei uns nicht gewesen. Der nächste ist in Boschwerken, ein paar Kilometer weit weg. Aber da kann man jetzt so Nodes hinmachen, die dann auch public verwendbar sein können. Und da muss ich tatsächlich diesen Sensor nur mit diesem QR-Code irgendwie anmelden. Und schon kann ich den im TTN LoRaWAN irgendwie sehen über eine Cloud-Lösung und da Daten absammeln. Macht eigentlich einen ganz guten Eindruck, aber das ist tatsächlich das einzige Sensorgerät, das man deutlich unter 100 Euro kriegen kann. Wenn man dann andere Sachen haben will, dann erstens, und es ist auch klobig, jetzt müsste ich den an die Decke kleben oder mit diesem Käbelchen, also der hat einen Temperaturfühler innen drin. Hätte man den einen Raumsensor machen können und dann das, den zweiten Temperaturfühler an die Decke kleben. Inzwischen weiß ich, dass auch das von der Geometrie nicht richtig gut gegangen wäre, weil die Sensoren nicht immer so nah sind wie da, wo ich Raumtemperatur will. Das Ding ist versiegelt, nach 5 Jahren ist die Batterie futsch und man kann sie nicht ersetzen, dann schmeißt man es auch wieder weg. Auch nicht so ganz toll. Und dann gibt es dieses ganze Smart-Home-Zeug, die Glühbirnen, die ganz später noch ins Spiel kommen, habe ich schon gesagt. Das hier sind zwei so kleine Temperatursensoren aus China. Erste Generation ohne Feuchtigkeit, zweite Generation mit Feuchtigkeit. Und mal noch 2 Euro, die kosten 10 Euro, das ist nur zum Größenvergleich. Aber die Dinger sind super klein, irre billig, so 10, also unter 10 Euro, wenn man sie in China bestellt, unter 20, 15, 16 waren sie da, weil die sind teurer geworden in letzter Zeit, weil ganz viele Leute, glaube ich, über Corona ihr Smart Home aufpoliert haben. Jetzt liegen sie eher um 20 Euro, wenn man sie einzeln über Konrad, Amazon kauft. Das kleine Dingens da oben, das ist so ein kleiner Tür- und Fenstersensor, auf den ich noch ein Auge geworfen habe. Hier ist der Sensor und die Batterie drin. Das ist nur ein kleiner Magnet. Wenn der Magnet nah genug rankommt, sagt der Sensor halt Tür zu oder Fenster zu. Und wenn der Magnet weg ist, für so Alarmkram und alles Mögliche. Und wenn man da halt so hinguckt, bei allem muss man irre viel machen. Hier muss man erst noch eine Firma machen und Akkukram. Guck gleich nochmal. Moment, da gibt es noch ein zweites Bild mit Bastelkram. Hallo? Nächste Folie. Dann haben wir eben noch überlegt, dann für das LoRa ein LoRa-Eigenbau zu machen. Da war gerade mal ein Student da. Der hat gesagt, das können wir auch selber. Haben so ein paar LoRa-Empfänger gebaut, gekauft mit. Zum selber einen Sensor machen, weil Sensoren hätten wir ja im Haus und mit so einem kleinen PIC-Controller und haben dann also tatsächlich gezeigt, dass einmal diagonal und durch unser ganzes Gebäude auch so ein LoRa-Netzwerk gegangen wäre. Dieser LHT65 ist der gekaufte. Das heißt, ich könnte wirklich in der einen Ecke meinen Empfangsknoten, zentralen Knotenpunkt machen und könnte damit unser ganzes Firmengebäude mit viel Blech und Kram abdecken. Wäre also auch mal nicht schlecht, aber man muss halt alles selber machen. Man muss die Sensoren selber bauen und dann mit Akkubetrieb und Kram. Bluetooth war nicht so richtig gut. Zigbee, das war diese Dinger, die runden und eckigen von Xiaomi Aquara. Und das ist der Eigenbau gewesen. Ich dachte jetzt noch ein anderes Bild geben. Nee. Dann war ich relativ klar von den Sensoren her, das, was man halt einfach kaufen kann und wo man mal geschwind so einen Infrarot-Bewegungsmelder kriegt und so einen Fenstersensor und alles mögliche andere Zeug, Zigbee. Das sind aber nur die Sensoren und Basisstationen, komme ich gleich drauf, gibt es auch. Und was es auch ganz toll günstig gab, diese kleinen Steckerdinger, das sind von IKEA Zigbee Router, weil so ein Mesh-Network, also die haben keine riesengroße Reichweite, da kann ich nicht in der einen Gebäudeecke links unten meine Basisstation hinsetzen und nach 2 Wänden komme ich an keinen Sensor mehr ran. Man braucht ganz viele Router, die so ein Mesh-Networking machen. Die Dinger gibt es aber auch so als USB-Steckernetzteil bei IKEA für 10 Euro. Das heißt, die ganzen Komponenten sind irre billig zu haben, sind relativ weit verbreitet, macht ja jeder daheim. Dann war ich auch die Hoffnung, dass das alles schön stabil tut. Also Zigbee, nochmal ganz kurz, ist 2,4 Gigahertz. Gleiche Frequenz wie Wi-Fi früher und Bluetooth. Macht ein Mesh-Networking. Macht so ein bisschen Verschlüsselung auf Netzwerkebene, alles was darüber geht, ist verschlüsselt und einigermaßen sicher genug. Ich will ja auch wirklich nur messen, ich will noch nicht mal was steuern. Ja, da gibt es auch dann Sachen, wo ich mein Thermostat und sowas, da muss man das vielleicht mehr machen. Es gibt aber im Design eine grobe Sicherheitslücke beim Anlernen, Anmelden von neuen Geräten in dem Netzwerk.
weil der Schlüssel, den man da typischerweise verwendet, global bekannt ist und man müsste sich dann einen eigenen globalen Netzwerk-Anmeldeschlüssel machen. Den müsste man aber auch in die Geräte erstmal reinkriegen. Wenn ich mein eigenes Gerät mache, ist das gut, aber das kleine Plastikdingens aus China kriege ich natürlich nicht meinen persönlichen oder Firmen-Anmeldeschlüssel. Also wenn das Netz mal normal läuft, ist es, glaube ich, vernünftig und sicher, was man so liest. Anmelden ist ein bisschen ein Problem. Dann könnte man entweder in eine funksichere Kammer gehen. Ich habe das Anlernen mehr aus Corona- und Homeoffice-Gründen dann bei mir daheim 40 Kilometer entfernt gemacht und habe die angemeldet an das Netzwerk gebracht. Dann hat es auch funktioniert. Die Trainingsphase lief dann gar nicht da. Ist kein wirkliches Thema. Zu den Frequenzkanälen, dann habe ich halt, ja, ich bin tatsächlich im Gebäude mit vielen hundert Leuten und Bosch-WLAN und sowas. Dann muss man dann schon mal fragen, darf ich denn ein neues Funknetzwerk aufziehen? Was darf ich denn hier überhaupt so an rumfunken? Dabei habe ich gelernt, ich darf tatsächlich keinen Wi-Fi-Access-Point aufmachen. Noch nicht mal Handy-Tethering ist offiziell erlaubt. Aber klar, macht jeder. Aber es wird überwacht und wenn das zu viele Access-Points oder Bluetooth sind, dann geht da irgendwo auch eine rote Warnlampe bei den NOC-Leuten los. Das fand ich ziemlich beeindruckend, was da alles gemacht werden kann. Hier sieht man die WLAN-Kanäle, die man so typisch verwendet. Kanal 1, 6 und 11 bei den 2,4 GHz, die sich nicht so arg überlappen. Und da sieht man dann, die Zigbee-Kanäle sind sehr viel schmalbandiger mit niedrigen Frequenzen. Da könnte man sich einen auswählen. Das sollte man dann typisch einen der Kanäle wählen, die so zwischen den WLANs liegen, dass sich das möglichst wenig stört. Weil wenn dann auf WLAN-Kanal 1 was rumbrüllt, dann sind hier diese Zigbee 12, 13, funktionieren sicher nicht so gut. Die Zigbee-Sendeleistung ist so minimal, weil das soll auch so eine Knopfzelle in Ja halten. Das wird das WLAN nie stören, aber andersrum könnte ich Probleme haben. Von daher, das Bild habe ich tatsächlich dann direkt vom Bosch-Netzwerk gekriegt und gesagt, ja, auf 15 dürft ihr. Ich habe dann auch gelernt, die Geräte sind default auf Kanal 15, aus gutem Grund, und habe mir später sagen lassen, es ist gar keine gute Idee, diesen Kanal jemals in so einem Zigbee-Netzwerk zu wechseln. Ich kann das machen in der Software, was man das noch sieht, kann sagen, geht alle mal auf einen anderen Kanal, aber die ganzen Sensoren und Nodes müssen das mitkriegen. Und dann schickt, wenn man den Kanal wechselt von seinem ganzen Mesh-Network, mal gucken, die nächste Folie, ja, kommt noch, dann schickt er einmal raus, ach übrigens, wir unterhalten uns jetzt auf Frequenz irgendwas wie früher, vielleicht CB-Funk, wer das noch kennen mag. Wir gehen jetzt mal alle auf Kanal 26, wäre ja auch hübsch. Wer diese Meldung nicht mitkriegt, funkt weiterhin auf 15 und ist aus dem Netz raus. Und wie ich dann auch erfahren habe von anderen Entwicklern, viele von den chinesischen Billigdinger, die ignorieren einfach diese Meldung, wir wechseln mal auf einen anderen Kanal und sind dann auch tot. Also von daher, ich habe da einfach mal rumgespielt und einfach probiert, was geht und habe mich noch gewundert, warum nicht alle Knoten richtig getan hat, halt falsche Richtung. Mein Zigbee Starter Kit, das ich damals geschenkt gekriegt habe, war mit der Glühbirne sowas, mit so einem Texas Instruments. Ein kleiner USB-Stick aus China für 3 € und dann habe ich gesehen, ah, es gibt Zigbee to MQTT, Message Queuing Transport Telegram, glaube ich. Da ist dann direkt Treiber für den Texas Instruments Chip drin und der macht MQTT. Dann setzt man eine Broker-Software auf und alle Tools, die mit diesem Mesh-Networking zu tun haben, das Broker hieß damals Mosquito. Und dann funkt halt der USB-Stick über Zigbee to MQTT. Ah, da war eine Meldung für irgendwas. Oder ich kann dann per Kommando, per Connect über den Socket dem Mosquito sagen, schick mal irgendwelche Requests an irgendwelche Knoten und so. Das ist eine ziemlich coole Softwareinfrastruktur. Haben wir dann aber, wo ich dann so rumgemacht habe, von Kollegen, die auch ganz smarte Homes schon haben, dann schnell gehört, diese Dinger können nur ganz, ganz wenig Knoten. So mal 5 oder 10 und wenn es mehr wie 10 werden, dann tut das alles nicht mehr so richtig, weil die Adresstabelle sehr klein ist. Für kleine Smart Home mag das alles gehen. Haben sie alle von abgeraten. Inzwischen, nach einem Jahr, habe ich letztes Jahr bei der Frostcon von Michael Kleinhen gelernt, es gibt da einen Nachfolger für, der kann mehr, wusste ich damals aber nicht. Und da habe ich halt irgendwie gehört von auch Kollegen, die das Problem daheim auch schon hatten, dann gab es den sogenannten Conbi 2 USB-Stick von Dresden Elektronik, die wir in Dresden sitzen. Der kann maximal 200 Nodes und da gibt es schon fertige Linux-Software für Intel, für Raspberry und sowas. Alles drin. Der macht leider kein MQTT, hat was Eigenes, einen eigenen Webserver mit REST. Aber da ich ja noch nichts aufgebaut hatte, das MQTT zwar gut aussah, aber da mir gesagt wurde, na, der USB-Stick tut gut und kann so viele Sachen, wie ich davor habe, dann nehmen wir halt den. Letztes Jahr gab es dann, da
Corona noch einen schönen Vortrag bei der Open Source Summit North America 2020. Wenn ihr danach googelt, Kathy Giori, die hat einen tollen Vortrag gehalten, was man in so einem richtigen Smart Home mit Bewegungsmelder, Blinkenlämpchen, Wettergedöns, die sitzt irgendwo San Francisco Bay Area. Die hat dann sogar noch die Erdbebenwarnungen aus dem Internet reingestreamt und sowas. Also für richtig Smart Home und nicht nur langweilige Klimaanlagen ganz begeistert. Und auch die hat diesen Convi2-Stick aus Dresden Elektronik verwendet und eine andere Software dazu von Mozilla. Mozilla gab es irgendwie so ein Framework, ich weiß schon, wie der nicht mehr heißt, kommt, steht da auf einer Folie auch noch drauf. Irgendwas WebKit-Zeug, wo ich dann aber Anfang diesen Jahres, glaube ich, gehört habe, dass es das schon wieder gar nicht mehr gibt. Da wollte ich immer mal reingucken und sagen, na, das probiere ich aber. Das ist jetzt so die Basissoftware, die auf dem Raspberry läuft, von diesem Dresden Elektronik, nennt sich DE-Cons. Da kann man so grafisch ein bisschen sehen, wie dieses Meshed Network aussieht. Das war so meine Probeinstallation. Das blaue Dingens ist die Basisstation der Convi2. Die gelben sind irgendwelche Router-Knoten oder eigentlich die Strom haben oder Lampen. Alles, was an dem Strom hängt, kann man so ganz grob sagen, auch so Glühbirnen, die machen immer auch Routing und Mesh Networking. Und die grauen Dinge hier außen mit T, irgendwas habe ich bezeichnet, das sind meine Temperatursensoren. Da haben wir 5 Temperatursensoren gekauft. Und weil ja völlig unklar war, ob welche China-Geräte mit welchen anderen Dingen Routing machen können, dann haben wir halt mal 4 verschiedene Lampen von irgendwelchen Herstellern gekauft und 4 IKEA-Router. Und das da oben sind noch 2 Funksteckdosen, die wir dringend gebraucht haben. Haben wir ein bisschen gemacht und haben festgestellt, alles redet mit jedem, es tut total toll und hat einen guten Eindruck gemacht. Dann gesagt, okay, wenn das geht und einmal geguckt, dass wir quer durchs Gebäude funken, dann können wir damit auch was Größeres aufziehen. Das noch kurz. In dieser Software ist dann ein Webinterface drin, um das alles zu managen. Da kann man dann Lampen eintragen. Also dieses Systemtest, das sind Steckdosen, die man schalten kann und die schalten sich halt genauso ein und aus wie Lampen. Deswegen ist das Icon immer eine Lampe. Und da kann man dann auch seine Sensoren eintragen und also mit dem muss man die dann auch immer anmelden, sagen, mach mal einen neuen Sensor. Das muss über dieses Webinterface gehen, sonst ist das mühsam und tut nicht gescheit. Da sieht man dann so ein bisschen die Sensor, das ist so ein Sensor erste Generation, weil auch da wusste ich ja nicht, was aus von diesen chinesischen Herstellern kam. Da heißt es dann immer Aquara kompatibel und ja, wie kompatibel sind die denn überhaupt? Und waren aber alles Originale und hat alles mit jedem getan. Da habe ich schon mal so einen Bewegungsmelder mit drin gehabt. Und dann zeigt es so ein bisschen an, das ist kunterbunt, so wie die halt mal eingerichtet worden sind. Da hieß es dann auch, ja, das habe ich gesagt, ja, das wäre doch mal schön, wenn man die sortieren kann, weil da ist inzwischen eine monsterlange Liste und man muss die durchscrollen und die sind einfach nur chaotisch organisiert. Schon das macht es ein bisschen schwierig, aber damit, und hier hinten kommen dann nur Teile der Sensordaten, aber wieder nicht alles. Man kann dann da draufklicken und kriegt die Daten von dem einzelnen Sensor. Ah, genau. Da sagt er einem dann wirklich, weil wann der das letzte Mal es geliefert hat, Druck, Feuchtigkeit, Temperatur für das Dingens da. Da kann ich dann den Sensornamen ändern. Also das ist ein bisschen das, was da von Dresden Elektronik mitkommt, was einem aber für irgendwas selber machen, automatisieren, Datenbank nichts hilft. Für das MQTT hätte es da direkt Infrastruktur gegeben, für das Dresden Elektronik.de Kunstzeug erst nicht, aber dieser Webserver, der da mitläuft, der hat ein REST-API und da kann man dann mit Perl, sonst was, Perl, Python, was immer einem Spaß macht, dann alle den Sensor Nummer 23 abfragen oder alle Sensoren oder alle Lights, was Lampen, Router, sonst was sind. Da kommt dann immer ein JSON-Zeugs raus, das man sich mit JQ schön angucken kann. Kommt mal ein Beispiel. Wo das in der ersten Phase lief, kam dann hier über die gesamte Konfiguration über Sensoren und Router, mehr hatten wir eigentlich nicht, doch immer 73 Kilobyte JSON-Zeug raus, wenn man schön macht, 4000 Zeilen. Das ist hier so, ja, 0 Zeilen JSON-Block irgendwas. Und wenn man es dann ein bisschen schöner macht, also das sind 100 Kilobyte, 4000 Zeilen Informationen, mit denen man irgendwas anfangen kann. Und über das gleiche Interface kann man jetzt zum Beispiel auch so die Light 1, die Lampe 1 anschalten über einen Post-Request. Und damit kann man da ja alles in der Gegend rumprogrammieren. Das ist eigentlich ganz nett. Da einfach für Beispiel mal noch gezeigt, was so ein Sensor liefern kann. Da kommt ein Haufen Geraffel mit irgendeiner eindeutigen ID, wann das letzte Mal gesendet wurde, was es für ein Sensortyp ist. Das kommt halt von den entsprechenden Zigbee-Treibern, die dann sagen, das ist Lumi irgendwas, Weather, so heißt halt der Xiaomi-Sensor von dem Treiberschreiber. Da, wobei jetzt dieser
Xiaomi-Sensor dann wirklich drei Messknoten hat, wenn man die Zigbee-Sachen macht, der liefert unter dem Endung 0402 nur die Temperatur und dann kommt noch 0403 und 0405. Das heißt, ich kriege drei solche ganzen Blöcke für Temperatur, Feuchtigkeit, Druck. Deswegen ist es auch so ein Haufen Kram und eigentlich will ich doch nur die Temperatur wissen, die hier oben jetzt mal in Hundertstel Grad steht. Das ist dann auch mal ein bisschen vom Treiber und allem Möglichen abhängig. Wobei ein großer Teil von diesen Sachen, von diesen Sensortypen genormt sind im Zigbee-Protokoll für das, was so üblich ist. Das wird gleich noch ein Problem werden, weil es keine Norm gab für Gas-Luftqualitätssensoren, wo wir dann nachher machen wollten für Zigbee-Luftqualität messen. Aber damit ging das eigentlich ganz gut. In der ersten Phase ist mein Grafiktool natürlich immer Knublot gewesen, wer schon jemals mit für einen Vortrag gehört hat. Wenn ich jetzt so Zahlen habe und Temperaturen, dann nimmt der Harald Knublot und guckt mal. Und das ist jetzt so ein Knublot, der einfach guckt. Diese Lampen hier oben, Lampe 10F12 und IKEA-Router, wer ist denn überhaupt erreichbar? Wie stabil läuft das Netz? Und weil da gibt es dann immer eben so ein Feld reachable oder nicht. Und dann kann man dann gucken, wann waren die das letzte Mal erreichbar? Und hier ein bisschen aufgeteilt, in da oben waren, glaube ich, die Lampen drin. Zum Gucken, ist das Zeug stabil oder nicht? Wenn wir tatsächlich am Anfang auch mal, oder brauche ich mehr Router, um einmal diagonal durch die halbe Firma zu gehen, da war das Ziel zunächst mal zwei Schaltsteckdosen, die einmal diagonal zwei Stockwerke über mir waren, die haben wir dringend gebraucht, um in der Corona-Phase zwei Test-PCs immer wieder mal den Strom wegzuziehen, wenn die so gecrashed sind, dass über Remote-Management und sowas die nicht mehr richtig booten wollten, die mussten dann also immer wieder mal Power-Off kriegen, damit sie wieder richtig getickt haben, war irgendein Thema mit Windows, Bluetooth, Treiber, keine Ahnung was. Und dann war das halt so gleichzeitig ein bisschen Ding, Test, wie gut geht es. Also hier waren immer noch mal Ausfälle, die wir nicht so alle verstanden haben, wurde besser. Und dann war jetzt plötzlich nachts immer ein Ausfall. Das ist aber was mir ist immer, das sind immer genau 24 Stunden, weil ich da dann jedes Mal die Software restarte und das merkt er tatsächlich, dass man dann mal ein paar Sekunden das Netz weg ist. Aber mit so einer Grafik kann ich natürlich dann nicht 500 Leute befüttern und sagen, oh, mein Netzwerk läuft gut oder das sind die Temperaturen mit Knublot und sowas. Mir hat es gereicht, wenn ich die Knublot angeguckt habe. Das heißt, um das userverträglich zu machen, brauchst du noch ein schönes Webinterface, wo man gucken kann. Und da habe ich dann halt im Bekanntenkreis mal rumgefragt und gleich mehrfach Grafana und InfluxDB genannt bekommen. InfluxDB ist so eine Zeitseriendatenbank, wo man sehr einfach Daten reinkriegt. Und Grafana ist so ein Web Toolkit für eben jetzt Zahlen aus allen möglichen Gott und die Welt Datenbank. Das ist, die haben eine riesen Latte, wo sie ihre Daten herkriegen können. Und da kann man so Diagramme, Bildchen und sowas relativ leicht zusammenklicken. Und das war tatsächlich am ersten Abend mit Grafana lernen und also in die Influx-Datenbank meine Restsachen mit dem Shell-Skript reinkriegen. Das war beeindruckend easy und sehr schnell. Und dann waren die Daten ja in der Datenbank, da habe ich da noch einen Abend rumgespielt und das war so das wichtigste Diagramm, auf das ich abgezielt hat, weil es immer darum ging, tut unsere Kühlung oder nicht. Und deswegen gibt es immer den Raumsensor und den Deckensensor, die hier unten angezeigt werden, gelb und grün. Und im Gutfall sollte dann irgendwie tagsüber die Decke kühler wie der Raum sein, damit dann eben die Luft gekühlt werden kann. Und nachts wird es abgeschalten, weil wir müssen ja Strom sparen, wenn die Lichter angehen. Aber an dem Diagramm merkt man jetzt eben irgendwie, okay, die Decke ist manchmal kühler und dann wollte ich natürlich nicht immer da zwei Linien und gucken irgendwie und dann habe ich gesagt, okay, lass uns versuchen, die Differenzen rauszukriegen. Damals hieß es irgendwie noch, Grafana kann das nicht und man muss das machen, aber da hat sich dann rausgestellt, auch das kriegt man tatsächlich hin und das ist tatsächlich mit den gleichen beiden Kanälen, eben jetzt die Differenz Decke minus Raum. Eigentlich ist es Raum minus Decke, wenn man genau hinguckt, weil momentan ist es positiv. Ich habe das dann wirklich umgedreht, also hier unten steht's. Aber da würde man halt merken, oh, kühlt nicht. Und an dem Pattern, und dann war wahrscheinlich Wochenende oder kaputt, keine Ahnung. Und das ist ganz praktisch. Und wo ich das hatte, habe ich gesagt, okay, das lohnt, das funktioniert alles, es gibt Sensoren, das Funknetzwerk geht. Das war das Netz 0.1 mit den Testknoten eben, was wir gekauft haben und wo wir dann gesehen haben, es gibt noch eine Webseite und sowas dazu. Dann lass uns das doch mal für das ganze Gebäude machen. Und wir haben noch ein paar Router, noch ein paar Temperatursensoren dazu gekauft. Und dann sah das Ganze so aus. Und zwar sieht man hier, das ist so der linke Gebäudeflügel, der Gebäudeflügel A. Gelb sind immer die Router, der Gebäudeflügel B, der Gebäudeflügel C. Das muss man sich alles mit der Maus so hinschubsen und denen irgendwelche lustigen Namen geben, damit man die Sensoren dann mal wiederfinden kann. Das ist also auch diese Hinschubsoftware und Grafik ist ziemlich gruselig. Es gibt bis heute kein vernünftiges Tool, um die dann auch automatisch zu alignen. Es gibt kein Snap-on-Grid, es gibt ja gar nichts. Da sitzt mein
USB-Station, damals noch im zweiten Stock. Und es mescht sich irgendwie. Da gibt es dann gelbe, grüne Linien. Jeder redet irgendwie mit jedem und so tut es dann, wenn es gut tut. Also da außen die Temperatursensor, der da ganz außen sitzt, dann wir gleich noch sehen, der klebt außen an einer Scheibe. Das ist ein Außentemperaturfühler, damit wir auch wissen, wie warm es draußen ist. Und dann tut es. Und dann kann man da Webseiten damit machen. Innen sieht es jetzt so aus. Das sind meine kleinen Thermometerchen, die ich dann jede Menge gekauft habe, so 50 Stück. Ja, oder? 50, 60. Und die haben wir einmal direkt an die Temperatursensoren für die Klimatechnik rangemacht, weil wir dann halt uns einmal eine Hausbegehung gemacht haben und uns ein bisschen zeigen lassen, auch wie sind die Regelbereiche, und haben dann gelernt, in so einem langen Büroflur sind es immer, Uhr gucken, auch schon Halbzeit, sind es immer zwei Bereiche, die unabhängig nochmal geregelt werden können. Jetzt habe ich da letztens gelernt, das sind nicht zwei, sondern sogar fünf Bereiche, die unabhängig die Decken geschalten werden können, aber es gibt immer für den Nord- und Südteil eben jetzt hier so einen kleinen Thermometer, der über irgendeinen magischen Feldbus, Lonworks, was irgendein Feldbus ist, der ein bisschen in Hotels in USA mal eingesetzt wurde und hier aber auch niemand mehr kann. Wenn zufällig jemand was mit Lonbus jemals gemacht hat, dann sich mal bei mir melden. Da könnte ich mal, das ist vielleicht einer der nächsten Angriffspunkte für unsere Infrastruktur, weil Probleme kommen später. Auf jeden Fall da dann hingeklebt, weil da misst die Klimatechnik und dann beppe ich meinen genau daneben. Dann gibt es später keine Diskussion, ja, Sie messen aber da drüben und unser Sensor zeigt ja was ganz anderes, als er hier ist. Ausrede früh genug erwischt, weil wir mit den Leuten geredet haben. Das ist jetzt der Temperatursensor Nummer 10, der die Raumtemperatur misst, und hier oben das ganz kleine Dingens an der Decke, da klemmt der Temperatursensor Nummer 11 daneben, und die beiden, die jetzt wirklich auch einigermaßen benachbart sind, deren Differenz, da soll es immer oben an der Decke kühler sein, damit wir kühlen Kopf beim Arbeiten behalten. So ungefähr die Technik, wie es geplant ist, und dann in allen möglichen strategischen Steckdosen immer wieder mal so ein IKEA-Dingens da reinstecken. In der Probephase sind dann ein paar von denen verschwunden, weil Mitarbeiter, die aufgepasst haben, plötzlich gemerkt haben, das sind ganz komische Steckdosen. Auf der Seite ist, also das ist wirklich ein USB-Netzteil. Der zweite Teil hier, das ist der Funkteil für Zigbee, den kann man abnehmen, und dann ist es einfach ein kleines USB-Ladegerät. Aber geht auch hinten wieder raus, man kann es immer noch als Handy-Ladegerät verwenden. Und Leute haben gemerkt, das sind plötzlich einfach Sachen irgendwo im Gebäude aufgetaucht, einmal auch in dem Gang, und haben die mal ausgesteckt und haben die zu unseren IT-Kollegen gebracht. Da sind komische Geräte, die können ja jetzt was sniffen, machen, irgendwie tun. Fand ich echt gut. Es gibt da Router, die steckt man rein, tut alles. Der Außentemperatur ist auch schön. Da ist noch so ein spezielles Device. Das ist einer von diesen Türsensoren, die wir an Fenster geklebt haben, weil wir sehr merkwürdige Fenster haben, die eigentlich sehr schön isolieren. Da gibt es aber so einen magischen roten Hebel am linken Fensterflügel, den man immer nach unten tun muss, um den linken Fensterflügel zu verriegeln. Wenn man das nicht tut, kann man das Fenster zwar schließen, aber man kann es von außen als Einbrecher oder Gewittersturm wieder aufdrücken. Dann hat man den Einbrecher oder den ganzen SIF in der Firma. Da war so die Idee, man macht hier so einen kleinen Magneten hin, das Gegenstück, und klappt zu. Dann merke ich erstens, das Fenster ist überhaupt zu, und B, der Regen ist unten und nicht oben. Wäre mal nett, haben wir bis heute noch nicht eingeführt. Also wir haben immer wieder mal Wasserschaden und Beschwerden von der Sicherheitsfirma, die merkt, dass Fenster offen sind. Wie kann das richtig rangehen? Das war dann so das erste Bild für, gerade mal im Gegensatz, die Rede lohnen ist. An Toto frage ich dann gerne mal noch mit Lohn. Ja, ist halt im Gebäude, aber das ist ein anderes Thema. Da wurde jetzt nur so die Temperatur angezeigt, und da kann man dann im Grafana machen, so Schwellwert, 25 Grad geht noch, und wenn es dann sehr warm wird, aber das kann jetzt warm sein, weil die Leute die Fenster offen haben. Das sind nochmal Raumtemperaturen, halt so Beispiele von Screenshots, die man sich dann über den Webservice angucken kann. Die Luftfeuchtigkeit, immer wenn wir drauf geguckt haben, das war, selbst wenn ich es sehr unangenehm schwül fand, habe ich da jetzt keine so Riesenänderungen gesehen. Müssen wir genauer drauf gucken. War eine wunderschöne Seite für Außentemperaturen mit den beiden Sensoren. Einmal der blaue hier kriegt Morgensonne gleich so um 8, deswegen geht er ganz zackig auf 30 Grad hoch und ist dann später im Schatten, und der gelbe kriegt Nachmittagssonne. Und wenn man dann immer das Minimum von beiden nimmt, dann hat man irgendwie Temperaturen, die immer schön in der Schattentemperatur sind. Das heißt, dann habe ich damit eine Lufttemperatur, das tut eigentlich ganz gut. Dann kann man immer sagen, draußen hat es aber so und so viel Grad, weil unsere Klimafirma auch immer sagt, wir können maximal 6 Grad unter Außentemperatur kühlen, wobei das Gebäude so irrsinnig gut dämmt, dass das gar keine Rolle spielt, was außen ist. Man kann Luftdruck machen und merken, dass da mal eine riesen Gewitterfront drüber gelaufen ist, die ein ganz heftiges Tief hatte.
Und dann gibt es noch so Status-Bits, die ich vorher mit Knublot mal angeguckt habe, wo man gucken kann, wann ist was erreichbar. Da kann man irgendwie auch reingucken, auch nicht so richtig wichtig. Und aber da, wenn da halt so eine Zacki ist, kann ich reingucken und feststellen, ah, hier war mal irgendein Router oder was. Ach, das sind die Systemtests, die, dann waren diese Steckdosen mal nicht erreichbar. Da konnte der Kollege aus Stuttgart tatsächlich sein PC nicht ausschalten, und das, weil es halt nicht so ganz stabil war. Das war so der erste Teil. Es lief so einigermaßen. Das war, und das ist tatsächlich in Betrieb gegangen, so ein, zwei Wochen vor Frostcon letztes Jahr. So richtig in der Heißphase haben wir das dann gesagt, jetzt müssen wir doch mal, und in einer Hauruck-Aktion das alles verteilt und aufgesetzt und so die ersten Monitoring-Sachen gemacht. Danach ist dann das Wetter wieder kühler geworden und wir hatten keine so argen Klimaprobleme. Die Zukunft damals hat so ein bisschen ausgesehen, hat dieses Mozilla Web Things Gateway mal ausprobieren statt dem Grafana. Da gibt es einen Treiber für unseren Dresden Elektronik USB-Stick, bin ich nie wirklich dazugekommen. Ich habe es mal einen Abend ausprobiert und dann hat sich herausgestellt, das ist noch ziemlich buggy für diesen USB-Stick und für unsere Sensoren. Das hat alles andere richtig getan. Nie wieder dazugekommen. Irgendjemand hat mal gesagt, das gäbe es gar nicht mehr, das Projekt. Also keine Zeit gemacht. Dann war eben Herbst irgendwann und da hat man gemerkt, oh, wir haben ja Corona, und wo ich das dann auch in der Firma mal vorgestellt habe, und dann kam gleich die Idee, ja, kann man mit dem Netzwerk jetzt nicht auch so Luftqualität messen? Und dann habe ich gesagt, ja, man kann alles messen, wo mir ein Sensor mit Zigbee gibt. Gebt mir einen Zigbee-Sensor und dann machen wir das. Und ja, und weil die Idee halt war, mit dem Corona jede Menge lüften, dann irgendwie anzeigen, oh, ihr habt schon ziemlich dicke Luft, schlechte Luft, ist ja auch sonst fürs Arbeiten nicht gut, aber macht mal die Fenster auf. Wäre eine tolle Sache, nicht natürlich nur für unser Büro gewesen, sondern für Schulen, die dann natürlich das Problem mit hatten. Dann haben wir ein bisschen geguckt und eine Idee, die ich immer noch total wichtig finde, nicht bloß, dass die machen und irgend so eine Art von Motivation, deswegen will ich die Daten zentral haben, komme ich gleich nochmal, dass man motivieren kann und so die Top 10 von Schulklassen, von Arbeitsraum, wer hat den am besten gelüftet, und dann, der kriegt dann irgendwie einmal pro Woche ein Eis, dass die Leute ein bisschen motiviert sind, sowas zu machen, weil wenn da bloß eine rote Lampe dran steht, mach doch mal das Fenster auf. Was ist Covid? Weiß inzwischen vielleicht doch fast jeder, aber wie könnte man es denn messen? Ist ja immer noch so ein Problem. Der Virus alleine ist ziemlich klein, den kann man nicht so detektieren. Auch die Aerosole sind sehr, sehr kleine Tröpfchen und lassen sich, also wir machen unter anderem auch so Partikelmessungen, aber die sind dann auch relativ klein. Alles nicht so richtig gut, also so direkt Aerosole messen ist ziemlich mühsam und teuer. Was dann inzwischen viele Sensoren auf dem Markt machen, ist entweder direkt CO2 messen, weil wir das ausschalten, und hat zwar mit Corona auch nichts zu tun, aber wenn viele Leute viel CO2 ausschalten und die Fenster nie offen sind, dann merkt man auch, ja, man könnte mal wieder Luft reinlassen. Der Default-PPM-Wert für CO2, wenn man Fenster aufmacht, ist um knapp 500 ppm, 450, 480, so um 500, und steigt jedes Jahr ja ein paar ppm an mit unseren ganzen CO2-Krisen und Klimawandel, damit es uns schön warm wird. Das heißt, da würde man sagen, so über 1000 ppm, also dem Zweifachen vom Normalwert, wenn man so einen CO2-Sensor hat, sollte man vielleicht mal wieder lüften. Unsere Firma macht einen Sensor für VOCs, Volatile Organic Compounds, das sind alle flüchtigen organischen Gase, unter anderem Ethanol, Alkohol und sonstige Ausdünstungen. Also der misst keinen CO2, sondern so dickere Sachen, die man dann detektieren kann und auch ein bisschen rauskriegen, welche Gase da unterwegs wären, was uns nicht interessiert. Und wenn das hier ansteigt, die Ausdünstungen und alle möglichen so organischen Sachen, die dann mehr oder weniger miefen, dann weiß man auch, man hat dicke Luft. Die Sensoren rechnen dann einen Äquivalent-CO2-Wert, dann hat man halt mal so ein bisschen gemessen mit richtig CO2 und was anderes. Ich sage, wenn es so viel von dem VOC-Zeug ist, dann ist es ungefähr so viel CO2. Man will einfach nur rauskriegen, ist die Luft ein bisschen verbraucht, in Anführungszeichen, was so auch nicht wirklich stimmt. Inzwischen gibt es da für diese Messkategorien einen IAQ-Wert, Indoor Air Quality, der ist nochmal anders normiert, so ungefähr ein Zehntel von dem CO2, und da sagt man, wenn es unter 100 ist, ist gute Luft, über 100 ist nicht so gute Luft, und dann können wir das machen. Und wie gesagt, also wie der Zufall es so will, unsere Firma macht so einen Sensor, BME damals 680, heute 688, der kann alle möglichen tollen Gase und sowas messen und halt dann den Beef mitkriegen. Bloß gibt es da bis heute ganz, ganz wenig irgendwelche Gassensoren, die Zigbee machen. Und dann, wie es der Zufall so wollte, gibt es eine Bosch-Tochter, die diesen tollen Würfel gemacht hat, genau für sowas schon Jahre vorher. Das ist 2018, glaube ich, schon auf der Funkausstellung vorgestellt worden, wie ich gesagt mitgekriegt habe, aber war dann immer noch ein Prototyp eben vor einem Jahr, und dann ist es Ende letzten Jahres komplett abgesagt worden. Da war es noch, ob das vielleicht jetzt bei uns das interessiert und mit Zigbee dann vielleicht noch ein toller
Effekt sein konnte, haben sie dann eingestellt. Wir haben die letzten 50 gekriegt, die uns fürs Gebäude auch nicht ganz gereicht hätte. Noch zwei andere Sensoren, die dann inzwischen auf dem Markt erschienen sind, ein Bosch Spexor, das ist dieser komische Plastikzuckerhut. Das ist aber eine Alarmanlage zunächst mal. Da ist zwar auch so ein Gassensor drin und der kann deswegen auch da oben grün, gelb, rot anzeigen, wie gut ihm das Gas gefällt. Aber zunächst mal ist da ein Akku, ein GSM-Chip und alles Mögliche drin. Der hätte auch einen Chip, dass er Zigbee kann. Da gibt es aber noch keine Software und Firmware für. Deswegen passt das nicht in unser Konzept. Man kommt an die Daten, die der sammelt, momentan auch schwer bis gar nicht als Endkunde ran. Wir sind bis Frühjahr, Spätfrühjahr diesen Jahres auch nicht an die Daten rangekommen, weil der funkt die alle in eine Bosch Cloud. Wegen Alarmanlage ist die auch gut gesichert. Und dann kann man sich eben aufs Handy machen, der ist Durchmesser genau eine Cola-Dose. Die Idee ist, man kann den auch in ein Auto, Wohnwagen, irgendwas tun. Und wenn das Auto dann aufgebrochen wird, hat Erschütterungsmelder, Druckmelder, alles so Kram, dass man eben merkt, oh, mein Auto wird geknackt, mein Auto fährt weg und so solche Sachen. Und dann funkt er das und kann sich Alarm geben lassen. Und da ist auch ein Gassensor drin, den man nutzen kann. Aber man kommt an die Messdaten gar nicht bis schwer hin, ist heute immer noch ein Thema und schon gar nicht im Smart Home, damit man selber Sachen zeitnah auch machen kann. Am Anfang hat man die nur alle 15 Minuten mal gekriegt. Und wenn ich dann meine, okay, der kann man jetzt sagen, der leuchtet rot-grün, weil man möchte ja dann zeitnah wissen, wie schnell muss ich denn das Fenster aufmachen und so. Gibt noch so einen Rauchmelder, aber das ist, weiß nicht, ob es der noch auf dem Markt ist, hat mir dann auch gesagt, ja, Bosch hat doch, ich bin nicht richtig Bosch Smart Home, aber der ist nur im Smart Home verdongelt und ob man die Messdaten richtig reinkommt, weiß ich auch nicht. Ich habe nie einen in die Finger gekriegt. Moment. Also unsere Bastlösung zumindest für die Firma war dann eben, weil von den Würfelchen haben wir dann noch genug gekriegt, dass wir alle Besprechungsräume und wenigstens einen pro Gebäudeflügel und irgendwie machen können. Und da haben wir uns lustige kleine Zigbee LED-Lampen, das sind wirklich 220 Volt Kerzen, so mit E14-Sockel, die funken direkt Zigbee und dann haben wir irgendwelche kleinen, schönen Glaslampen gefunden und dann ist die Idee, der hier misst und dann ist halt ein bisschen Software, fragt die Werte ab und wenn der Wert nicht so gut ist, dann mache ich die Lampe, die dazu gehört, eben auf grün, gelb, rot und tut in die Besprechungsräume und wenn es rot ist, sollten sie mal das Fenster aufmachen. Eigentlich ganz einfach und das hat auch, ich glaube, da gibt es noch ein Bild, dann, so sieht es dann mit Zigbee aus, also da merk mal, das sind jetzt die 50 Lampen, die auch als Router agieren, die alle neben meinem Schreibtisch stehen. Eine riesen Wolke von Lampen. Und dahinter ist noch so eine ganze Reihe, das gibt es auch noch einmal größer. Mit den Air-Sensoren, also die waren natürlich total non-Standard. Da gab es noch keinen Treiber. Das musste man dann in diese DE-Con-Software reinmachen, weil es da auch noch kein Protokoll gab, um diese Messdaten zu machen. Hat halt in dem Zigbee-Konsortium niemand gehabt. Da merkt man jetzt schon, hier oben ist plötzlich alles verwaist. Da ist unser Zigbee-Mesh-Networking in großen Teilen zusammengebrochen aus sehr unbekannten Gründen. Aber da das ja eh Winter war, hat sich ja für die Temperatursensoren da oben überhaupt niemand interessiert. So im Prinzip musste es alles irgendwie gehen und dann war die Hoffnung, na, wenn wir die Router jetzt durchs ganze Gebäude verteilen auf alle Stockwerke und Räume und irgendwie, dann wird sich das schon wieder meshen und machen. Und immer dann Lampe und Sachen zusammen in die, das haben wir dann auch noch angefangen. Jetzt bloß so Grafik, da sieht man ein bisschen schlechte Luft, also da auch bei 1500 ist dicke Luft, da wird dann rot angezeigt, bis 100 ist es gelb und unter 500 ist es grün irgendwie, das ja, haben wir immer erreicht, aber hier wäre es eine Grünphase bis 100, das ist die mittlere Gelbphase, haben wir da ein bisschen rumprobiert und das ging einigermaßen, die wollten wir dann auch kurz vor Weihnachten noch ausrollen an den letzten, ich glaube, am vorletzten Arbeitstag vor Weihnachten haben wir beschlossen, jetzt kommen die Router alle in die Gebäudeteile, die Lampen und die Knoten dazu und dann ist das ganze Netz ausgefallen und hat nicht mehr richtig getan und ging nicht so richtig gut. Da haben wir im neuen Jahr wieder angefangen und da hat sich dann einmal schon herausgestellt, oh, das in den großen Würfeln, weil die auch viel Lampen und blinken und das auch sehr alte Prozessoren sind, da waren dann 4 AA-Batterien drin und ja, ein paar Mal war dann plötzlich, wo halt so ein Sensor keine Daten mehr geliefert hat, habe ich festgestellt, oh, die Batterien sehen aus, weil die wohl zum Teil auch schon alt waren, wo wir es gekriegt haben. Dann habe ich erstmal die Zigbee-Firmware noch aktualisiert und geändert, ein bisschen gepatcht, so viel Source-Code habe ich noch bekommen, um auf irgendeinen Messkanal die Batteriespannung zu legen, dann haben wir auch gesehen, ah, Wumms, Batteriespannung unten, der ist jetzt tot, weil geht nicht, neue Batterien rein, geht wieder. Das war eigentlich ganz gut, dann hätten wir über die Batteriespannung die überwachen können, wenn was geht. Hat sich aber dann herausgestellt, dass erstens die erst endgültig abgekündigt ist. Wir haben auch keine Restteile mehr gekriegt, keine Zukunft. Die Firmware war wirklich zu buggy. Also das Problem, dass die ausgefallen sind und so ganze Zigbee-Netz immer kaputt gemacht haben, lag mit an denen. Und der Flash,
Der Speicherbereich in dem Zigbee-Prozessor von Texas Instruments da drin war so klein, dass die Texas Instruments-Firmware für das Zigbee nicht reingepasst hat. Deswegen konnte man da auch also den aktuellen Zigbee-Stack nicht drauf tun, habe ich von den Entwicklern dann noch mitgekriegt. Also es war ziemlich hoffnungslos, haben wir gesagt, okay, geht nicht. Dann haben wir mit diesen Spexor-Teilen Anfang des Jahres noch angefangen, die kamen dann und ich habe dann so die Systemtest mitgemacht. Da die aber keinen Zigbee können und es mit der Cloud für uns auch nicht gangbar war, konnten man die haben noch einen USB-Port zum Laden und über die haben wir dann eine Debug-Schnittstelle gekriegt, wo wir an die Messdaten rangekommen sind. Da hat am Anfang sich auch gezeigt, ja, die zeigen doch noch sehr unterschiedliche Werte an, müssen wir noch ein bisschen mehr kalibrieren. Aber das ist halt jetzt alles nur über 50 USB-Kabel an meinem Schreibtisch. Das hat alles so richtig gebracht und da ist dann so gar nichts vorangegangen in dem Projekt mit besser kalibrieren oder Zugang auf die Cloud-Daten oder gar mal Zigbee, den Zigbee-Treiber gibt es bis heute nicht, dass ich mich da dann relativ früh wieder zurückgezogen habe und gesagt, es ist eh nur ein Hobbyprojekt auf meiner Seite, das machen andere Leute irgendwann weiter. Also von denen stehen jetzt ein paar in den Gebäuden rum und blinken, aber wir kommen an die Messdaten nicht richtig ran und an das Hand geht auch schwer. Ist ein bisschen schade. Aber wenn jemand einen tollen Luftqualitäts-Zigbee-Sensor weiß, immer noch her an mich, also es gibt inzwischen Kollegen, der vielleicht anfängt, das zu programmieren. Die Komponenten dafür sind trivial, wir haben die alle rumliegen. Nordic Chips, es gibt die freie Firmware mit dem Sensor-Stack und allem, aber man müsste halt machen und mein Job ist ein anderer und beschäftigt mich viel zu sehr. Deswegen haben wir das alles gecancelt, dann jetzt im späten Frühjahr, also das Zigbee-Netz war ziemlich kaputt und hat nur noch hier im unteren Stock so direkt um meinen Raspberry Pi rum überhaupt noch Verbindung gehabt, alles andere war tot wegen dieser Experimente und das ist immer, auch mit Hilfe von Dresden Elektronik haben wir das nicht stabil gekriegt und die haben auch gesagt, naja, ich habe jetzt lauter Geräte drin, die nicht richtig tut und irgendwie ein blöd. Alle nicht tunten Geräte in den Schrank gestellt, dann mussten wir ein paar, und dann hat sich das Mesh-Network ziemlich berappelt. Ein paar von den IKEA-Routern muss man mal rausstecken, reinstecken. Dann waren auch die meisten Temperatursensoren wieder da. Ein paar von den Temperatursensoren sind dann nach wie vor nicht gegangen. Die muss man dann auch mal aus dem Netz löschen und neu joinen, was immer blöd ist, weil dazu muss man an die Geräte ran, muss wieder das Knöpfchen drücken und das kann ich nicht vom Homeoffice machen. Aber das war relativ schnell, mal an einem Nachmittag war unser Netz wieder wirklich komplett stabil und alle haben so gemessen, so ungefähr. Weil jetzt ging es wieder darum, es wird warm, wir haben Sommer und daheim habe ich eh keine Klimaanlage, aber die Kollegen habe ich dann schon mitgekriegt, auch im Büro haben auch keine Klimaanlage in weiten Teilen. Alle Sensoren messen? Nein, natürlich nicht. Alle, wenn man hier so guckt, da ist einer, der so ausgegraut ist und der jetzt irgendwie keine grüne Linie hat. Das ist dann an diesem ganzen Zeug immer noch so ein bisschen ein Problem. Hallo, next slide. Sensortuten, hier habt ihr mal noch reingezoomt. Es gibt keine gescheite Methode, erstmal auch so richtig rauskriegen, ob ein Sensor ausfällt, wobei diese hier und andere ein ganz spezielles Problem haben, das ich tatsächlich auch noch nicht verstanden habe. Weil ich jetzt vorher mein Firefox im Hintergrund alles killen musste, kann ich das nicht sagen. Aber man kann die in diesem Grafikzeugs anklicken, man kann die verschieben. Und wenn man die anklickt, dann kann man da verschiedene Sachen auslösen. Ich werde jetzt kein Firefox starten und nochmal einen Memory Panic riskieren. Und dann kann man die blinken noch, die haben noch eine Verbindung zu dem Mesh-Network, liefern aber keine Sensordaten mehr und ich habe keine Ahnung warum. Und also wenn das auftritt, dann ist tatsächlich, also wenn die tot sind, kommen wir gleich drauf, wenn Batterie leer ist, dann kann man auf die draufklicken und das war schon wieder, ich habe geklickt und dann hier vorne ist so eine Status-LED, die sie gemalt haben. Und wenn die rot blinkt, heißt es, es gibt gar keine Pakete, man kann denen auch Pings zuschicken und der ist in dem Zustand, der blinkt immer blau, wenn man von dem was will und da kann man auch Pings hinschicken, dann ist er auch blau und schickt die Ping-Pakete zurück. Also er lebt irgendwie, aber es kommt überhaupt nichts außer diesen Ping-Paketen an. Keine Ahnung. Und dann muss man den aus dem Netzwerk komplett entfernen, mit dieser Web-Software wieder neu anlernen und machen. Aber dazu muss ich hin. Dazu muss ich dann an der Decke das Ding runternehmen und Reset-Knöpfchen drücken. Das ist alles Mist. Und man muss erstmal rausfinden, wer ist denn das? Aber oft ist es aber auch so, dass so ein Sensor, vor allem jetzt, wo ich das dann im Spätfrühjahr das erste Mal wieder in Betrieb genommen habe, bei ein paar Sensoren taten halt nicht, die sind nicht ins Netz gekommen. Dann bin ich halt hingegangen, Knöpfchen drücken, da ist eine Mini-LED drin, auch für dieses Join und Pairn und die hat halt nicht mehr geblinkt. Und dann halt mal aufgemacht und Batterie gemessen, Batterie war leer. Jetzt liefern die, wie er jetzt sicher aufgepackt hat, diesem REST-API und JSON-Zeug, einer von den vielen Parametern ist, die liefern einen Batteriestatus in Prozent alle mit. Total toll. Und dann ja, also in der Phase, die gehen alle in die Datenbank rein, die wird man mal noch brauchen können, zum rauskriegen, wann denn so ein Temperatursensor mal die Batterie leer geht. Weil die Aussage war,
bei der ersten Generation, ich glaube, 6 bis 12 Monate bei den runden Dingern. Und dann hieß es 12 bis 18, oder irgendwas um 12 Monate, einmal im Jahr, so ganz grob Batterielaufzeit. Das hängt ja davon ab, wie oft der funkt und Sachen macht und wie der funkt, keine Ahnung. Und, also ich habe dann gelernt, also diese Temperatursensoren, die funken immer, wenn sich die Temperatur 0,5 Grad geändert hat. Also nicht so sehr einmal pro Minute oder sowas. Das heißt, wenn die Temperatur sehr lang konstant ist, dann funkt er auch wenig. Wenn die Temperatur sehr schnell hoch und runter geht, dann wird auch mehr gefunkt. Und hier habe ich jetzt einfach mal alle die Batteriedaten auf den Plot zusammengeschmissen. Da kann man ja gucken, wann sowas weggeht. Und wie ihr sehen könnt, über ein relativ, das ist über ein ganzes Jahr, hier zeigt Grafana das ganze letzte Jahr, Batteriedaten im mehr oder weniger Sekunden-Minuten-Takt von 50 Sensoren. 3 Sensoren sind mal von 100% auf um die 50 gegangen und waren weg. Und dann war die Batterie bei 2,95, ganz knapp unter 3 Volt und dann war er tot. Das sind so Knopfzellen, die mit 3,15 Volt starten. Aber das hat er jetzt, der ist so ein halbes Jahr geschafft. Hier so ein Dreivierteljahr, wo der noch runtergegangen ist. Da hinten kam noch ein dritter. Das ist sogar der runde Sensor, erste Generation noch, der langsam weggeht. Viele von den anderen Sensoren jetzt nach einem Jahr, jede Woche muss ich bei 1 oder 2 Sensoren die Batterien austauschen, aber sie zeigen es nicht an. Die sind, selbst wenn sie totgegangen sind, manche haben sehr konstant 100 oder irgendwas oder wackeln mal so ein bisschen rum, deswegen ist es also so bunt, aber keiner von denen ist auch nur unter die 80 gegangen. Und die beiden, die hier gut gelaufen sind, eckig, das sind die einzigen, die eine ältere Firmware haben. In dem ganzen Grafikzeug kann man sich die Firmware anzeigen. Diese ältere Firmware zeigt offensichtlich einen vernünftigen Batteriestatus an, läuft dafür aber auch sehr viel weniger lang. Der Runde hat auch eine ältere Firmware von 2016. Alle anderen Sensoren haben eine Firmware von 2019 drin, die man auch nicht irgendwie ändern kann. Und da ist der Batteriestatus ziemlicher Stuss. Das heißt, ich sehe nicht, wenn wir, hier habe ich geguckt, nein, dann habe ich noch 3 Monate Zeit und kann von Oktober bis Januar, das ist hier 16.10. und dann ist es am 16.01. ist dann runter. War so die Schnapsidee. Man guckt hier drauf und merkt, ah, der geht jetzt unter 70-60%, dann geht man mal hin, wenn man gerade da ist. Kann man total vergessen, weil es fällt halt aus und dann muss man gucken, habe ich ein Netzproblem oder geht hin und guckt, jetzt habe ich eine Liste, wo ich schon Batterien gewechselt habe und alle, die ausfallen, bei denen noch eine alte Batterie drin ist, geht man hin, nimmt die Dinger von der Decke und dazu macht man sich dann wieder kleine Skripte, die dann halt irgendwie auflisten, wer ist zu wann zuletzt gesehen worden. Hier ZT, Last, von jedem Sensor der letzte Messdaten, wobei das dann mit dem Auffinden durchaus ein anderes Problem ist. Bei den ersten Diagrammen, ich habe die dann halt alle mal Zigbee Temperatur 1 bis 50 und Router 1 bis 50 und so genannt, das ist alles schön. Und ich habe dann einen Lageplan, Stockwerkpläne gemacht, wo ich die hingeklebt habe, damit ich sie überhaupt wiederfinden kann. Ja, manche Steckdosen sind hinter Schreibtischen versteckt und welcher, wenn denn jetzt der Temperatursensor 47 ausfällt, dann muss ich jedes Mal im Plan nachgucken, in 5 Stockwerken und 15 Flügeln, wo ist denn das? Deswegen habe ich dann die Namen tatsächlich geändert und die haben jetzt immer noch Stockwerk 0, Flügel A, Stockwerk 1, Flügel A und dann gibt es noch den Nordflügel und den Südflügel und C für Ceiling, R für Room, O für Outdoor, dass man dem Namen relativ, also er hat zwar immer auf dem Sensor-Note steht immer nur 47 dran, aber dann sehe ich ja, wie er voll heißt, damit man mit den Namen in all den Zahlen was anfangen kann. Und dann gibt es jetzt ein Mini-Shell-Skript, der gibt normalerweise nur die letzten aus, also Z-Last macht ZR-Last und ZT-Last immer die letzten Router-Informationen, der lässt alles weg, was jünger wie ein Tag ist. Dann sehe ich, das ist genau dieser eine Temperatursensor, der pinkt und blinkt noch, aber liefert schon seit dem 12.8. eben überhaupt keine anderen Daten mehr. Also ist im Netz, hat eine neue Batterie, aber macht nicht. Und mir ist völlig klar, ich muss da jetzt nur einmal hingehen, den aus dem Netzwerk rausschmeißen, in die Firma fahren, Knöpfchen drücken, neu reinmachen, geht das wieder. Aber das, den lasse ich jetzt mal laufen, in der Hoffnung, dass ich von Dresden Elektronik mal einen Hinweis kriege, an was es denn liegt. Also, weil so Ausfälle von Knoten, da gibt es dann ich habe gigabyteweise Logfiles, die ich alle mitlaufen lasse. Ich sniff das komplette Zigbee-Netz seit einem Jahr lang mit. Ich habe unendlich viele Daten zum Auswerten, wenn da jemand Statistik machen möchte, aber ich verstehe es halt nicht und weiß nicht, ich will nur, dass es läuft. Aber das sind alles so Probleme, aber ich habe wenigstens dazu gelernt, also ein vernünftiges Namensschema, das mehr wie nur laufende Nummern sind, weil die dann durchaus etwas zufällig in den ganzen Gebäudeteilen verteilt sind, hilft auch. Und dementsprechend sieht heute unser wichtigstes Diagramm irgendwie so aus, hat sich nicht viel geändert eigentlich, dass es halt für den
Nordflügel jetzt immer nur so ein kleines Kühldiagramm geht, das sagt jetzt, jetzt ist die Decke gerade 2 Grad kälter wie der Raum und das sieht man, das ist die letzten 2 Tage, die er gerade so als Mini-Grafik ansieht, wenn man dann was kennt, merkt man hier, tagsüber wird gekühlt, nachts machen wir halt aus, das ist auch noch so ein Ding. Das heißt, der tut normal, der kühlt auch und irgendwie und hier, das sieht man und also das die Linie, die man so ein bisschen sieht über das Angegraute, das ist da wirklich der Nullpunkt. Und da merkt man, in den beiden Gebäudeflügeln, ja, da wird gekühlt, mal mehr, mal weniger. Und in dem hier wird halt gar nie gekühlt, da wird es höchstens mal heiß über Null, dass die Decke viel wärmer ist wie der Raum. Und hier genauso. Also das sind, und die Farbe ist halt immer gerade, wenn es sollte mindestens 1 Grad, glaube ich, ja, minus 1 Grad oder mehr kühler, die Decke kühler sein, dann tut irgendwas und man merkt halt, hier oben ging die letzten 2 Tage alles, der geht nicht, hier ging es mal ein bisschen, es tut aber meistens auch nicht und da sind wir jetzt gerade wieder am Meckern und Machen und sowas, was wir inzwischen sehen, ist, dass wieder der Kühlzufluss eben von dem Aggregat geht, dann wird man merken, wenn auf dem Dach das Kühlaggregat gar nicht geht, Außentemperatur kann wichtig sein, das hilft relativ gut. Und dann gibt es dann das Gleiche in verschiedenen Varianten. Da kann man das Ganze nur, da kriegt man jetzt die Einzeltemperaturen angezeigt, eben zum Beispiel für die immer C, Ceiling, Raum, das sind immer die beiden zusammenhängenden Sensoren, wo man bemerkt, also wenn man die mit den Nummern, das ist zufällig, wenn es passt, weil ich die halt, oder auch nicht, wenn man was ersetzen muss. Aber hier sind halt beide gleich, aber da kann man schon ein bisschen auf die Einzeltemperaturen gucken, wenn der Klimatechniker kommt und sagt, ja, ihn interessiert ja die Differenz nicht, er muss die Raumtemperaturen sehen und so Kram. Dann darf halt Raumtemperaturen sehen und oh, das ist der Kühlüberblick nochmal für alles Mögliche. Na, next slide. Ah, das war nochmal unsere Außentemperatur, die geht immer noch schön. Also hier war es halt schön sonnig außen und da war ein bisschen bedeckt und mal ganz kurz rausgekommen. Aber das hilft halt tatsächlich auch immer zu sagen, ja, aber außen ist es doch gar nicht heiß, wir hatten maximal 30 Grad, das war die falsche Richtung. Was dann auch ganz praktisch, also das ist dann so Kühlzulauf, der ist, die letzten 2 Jahre ist das Kühlaggregat mehrmals kaputt gegangen, auch im letzten Sommer war das dann tatsächlich mehrere Wochen ganz aus und natürlich, wenn es kein Kaltwasser gibt oder halt Kühlflüssigkeit, dann geht nichts. Das lief jetzt den ganzen Winter durch und war immer gut und schön, so um 10 Grad Vorlauf. Da war mal unser Netzwerk am Wochenende irgendwie ausgefallen, keine Ahnung warum. An diesem Montagmorgen war endlich mal der Klimatechnik-Mensch, weil ich habe gesagt, jetzt läuft alles und es ist gerade wieder warm oder jetzt, also wir hatten im Süden ja viel Glück, dass es gar nicht so arg heiß war und muss man auf die Uhr spicken, oh Gott, aber das meiste auch fast gezeigt und dann kam man dann montagmorgens an, zumal schauen, in welchen Gebäudeflügeln, weil ich eben immer noch versuche, Zugang zu diesem Lonworks-Bus zu kriegen, mit denen alle Ventile und deren Temperatursensoren geschalten sind. Wenn wir das mitprotokollieren können, dann wissen wir, was die an Temperaturen messen, welches Ventil auf und zu geht. Da sind aber noch 2 Zwischenfirmen drin und das ist immer noch am Arm. Und er hat gesagt, ja, das muss er jetzt mal angucken mit Wärmebildkamera. Und wenn er weiß, in welchen Stockwerkteilen das ist, dann kommt da nochmal die Technikfirma eben mit dem Bus und den Ventilatorsteuerungen. Und also in einem so einem Gebäudeflügel sind 5 Controller verbaut, die immer ganz viele Ventile machen. Und er gibt mir die Messdaten und dann können wir mal zugucken und dann kam der und dann hat gesagt, jetzt guckt wieder Infrarotkamera und was man dann halt, wieder falsch rum und dann hat man hier so eine Zacke gesehen, weil Sonntagmorgen, also nee, oder Montagmorgen um 5.30 Uhr ist plötzlich das Kühlaggregat das erste Mal seit Monaten ausgefallen und dann haben wir gesehen, wir sind zusammen an den Bildschirm gegangen, Montagmorgens um 10 und dann gesagt, ja, jetzt können wir gerade nichts gucken mit Kühltemperatur, weil kann doch gar nicht sein. Dann gesagt, ja doch, da kommen gerade 25 Grad vom Dach runter und das hat dann bis den frühen Mittag gebraucht, aber er hat es wieder anlaufen lassen können und jetzt sind so die Gespräche im Gange, wie die Stockwerke identifiziert werden. Wenn man alle Temperaturen einfach reinschmeißt, dann sieht man auch schön, das ist der eine Sensor. Das ist ganz praktisch, die kann ich dann auswählen und klicken und machen. Und ich kann da dann, könnte ich jetzt interaktiv zeichnen mit dem Firefox, kann man immer draufgehen, fragen, wer bist du oder kann einzelne anmachen oder wegselektieren. Und dann sieht man, wenn man Kühlung läuft, da war der Ausfall. Man sieht sehr gut die beiden Sensoren, die die Außentemperaturen machen, ja, die da so runter und hoch irgendwie gehen. Und im ganzen Kuddelmuddel da drin merkt man, dass es 2 Sorten von den Temperaturkanälen gibt, die einen, die hier schön kühlen und nachts ausmachen, kühlen und nachts ausmachen. Und das sind die anderen, die sind genauso wie die anderen nachts und bloß die gehen halt da nicht runter. Also man auch hier drin sieht, kann man in dem ganzen Wollknäuel sehr gut
rausfinden und dann auf einzelne draufklicken und sagen, oh, wer bist denn du, wenn man da jetzt reinzoomt und macht, das ist eigentlich, das Grafana ist dafür gar nicht so schlecht, so ein bisschen grafisches Datenmanagement zu machen, das gefällt dir durch den Klimatechnikern auch wieder nicht. Ich muss wissen, was ist die Raumtemperatur, Deckentemperatur interessiert ihn ja gar nicht und ich muss wissen, in welchem Gebäudeflügel das ist, obwohl es dann sicher 50 oder mehr Ventile für die Deckenpaneele für einen einzigen Flügel sind, wie ich jetzt weiß. Aber also solche Sachen finde ich für einen Überblick mit bunten Zahlen gar nicht unpraktisch und wie gesagt, man kann da beliebig reinzoomen, reinklicken, einzelne dann selektieren und sagen, dann kann ich erstmal die beiden Außentemperatursensoren irgendwie wegzoomen und den grün wegklicken, dann zoomt es automatisch dann auch schon wieder rein und also das ist eigentlich eine ganz hübsche Sache gewesen. Ja, das ist schon die End soweit, also wie gesagt, Luftqualität und sowas, inzwischen wurde ja offiziell schon die vierte Corona-Welle ausgerufen. Unser Gebäude ist schon wieder mehr als halb voll. Die nächste Corona- und Grippewelle im Winter wird sicher kommen. Auch da, wenn den Spexoren das tut, so bedingt gut. Und vor allem, wir können die Daten nicht gescheit locken und Monitor geht jetzt so ein bisschen. Aber also für das Zigbee-Zeug und eine Billiglösung für in Schulen fände ich immer noch toll, wenn man was hätte. Da gibt es zwar lauter Standalone-Sachen, relativ einfach für Basteln und sowas. Aber was mir da immer fehlt, ist, dass man die Daten locken kann. Umwelt, ja, CO2-Konzentrationen. Ach, das sind wahrscheinlich die offiziellen Daten. Ich gucke nachher rein. Dankeschön schon mal. Und das wäre ganz hübsch. Und für unsere ganzen Zigbee-Sachen, also ist es tatsächlich immer noch Türen- und Fenstersensoren, die wir brauchen können, auch für die Besprechungsräume, wo im Gespräch war, die Dinge ranzumachen. Das macht aber auch die Luftqualitätsabteilung. Da habe ich nichts mehr mit zu tun. Das Netz ist da. Klebt die Dinger ran. Ich bringe sie euch ins Netz. Das geht. Wo wir das mit den Zigbee-Sensoren gemacht haben, war so ein Thema, dass dieses ganze Konbi, die Dresden Elektronik Netzwerk, da hieß es immer, das kann maximal 200 Knoten, Netzwerkknoten, Router, Sensoren, alles zusammen machen. Ich hatte in der Frühphase auch mal gefragt, was das genau bedeutet mit den 200 Knoten und was denn dann passiert oder so. Ja, da passiert eigentlich nichts und das ist nur, was ihr USB-Stick direkt kann, aber wenn da Router dazwischen sind und so richtig wusste es auch keiner, weil wenn wir an jedes Fenster bei uns im Gebäude einen Fenstersensor hinmachen wollten, dann sind allein das schon über 200 Fenstersensoren, weil ja, wir haben 42 Fensterflügel oder Doppelflügel pro Stockwerk mal 5, dann sind das über 200. Wir haben 35 Besprechungsräume, wenn man deren Türen, ob sie auf und zu machen, verlüften, lüften wollen, wenn man das dann mitkriegen will, dann muss man auch nochmal 30, 40 irgendwie. Und so die Zigbee-Sachen, also mit den Zigbees waren wir dann, den Corona-Sachen waren wir dann ganz schnell am Anschlag mit wirklich 200. Und manchmal konnten wir halt diese komischen Würfel einfach nicht ins Netz kriegen und es ging nicht, bis ich dann in so einem Debug-Log irgendwann entdeckt habe, Node Limit 200 reached. Wobei das nicht immer die Knotenzahl war, was die GUI angezeigt hat für dieses komische Grafikzeugs. Und dann mal nachgefragt und dann waren die auch ganz überrascht, dass das wirklich eine Rolle spielt. Und ja, es sei so. Inzwischen ist die Node Limit 200 Meldung, wenn man es startet, verschwunden. Ich habe aber jetzt gerade keine 200 Knoten, um zu gucken, ob ich wirklich mehr darf und ob stabil ist. Alles so sagen, weil sonst müsste man tatsächlich das ganze Netzwerk umstrukturieren, in mehrere Teile aufbrechen und sich dann überlegen, macht man das pro Stockwerk, weil die meshen auch tatsächlich. Wenn man das anguckt, also das Mesh-Networking, das geht nicht immer perfekt durch die Wände durch, wie man sich das so vorstellt, sondern die machen so ein bisschen Zickzack auch durch die Räume und quer drüber, wo ist Zigbee 1.0? Von daher wäre es ganz gut, man müsste die nicht pro Stockwerk oder Gebäudeflügel machen, weil sich die gegenseitig auch helfen. Ja, dann sieht man, also hier das immer durch die Stockwerke durch. Wenn ich das jetzt sagen würde, ich mache ein getrenntes Netz für jeden einzelnen Stock, damit ich wenig genug Knoten habe, dann können die sich hier so in der Achse nicht mehr unterstützen. Manchmal ist es aber auch so, dass es da gerade nicht geht und die dann wieder durch die Gebäudeflügel von Mitte, links, rechts sich verbinden. Und so ist es relativ stabil und ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich das Stockwerk oder flügelweise aufbreche, damit ich mehr Sensoren reinkriege, wenn es anders ginge, weil da fließen ja ganz wenig Daten, die pingen so alle paar Minuten mal oder jede Minute. Das ist in der Summe nicht richtig viel, aber es muss halt passen und alle diese Knoten haben nur eine gewisse Anzahl von Routing-Adressen oder Netzwerkadressen, die gleichzeitig kriegen können und wenn da die Adresstabellen voll werden, dann wird die Firmware wohl ein bisschen instabil und nicht so toll. Die IKEA-Router kann man Firmware-Updates machen. Bei einem war das tatsächlich mal notwendig. Bei den ganzen chinesen Temperaturdingern, die müssen aber auch nicht routen. Die müssen nur Daten ins Netz reinbrüllen. Sollte das gehen, aber was weiß ich.
So viel vielleicht im Schweinsgalopp und mit einer großen Ausfall, den ich zu entschuldigen bitte dazu. Ich bin jetzt auch noch ein Stück da, wenn es Fragen gäbe. Also jetzt klicke ich auch mal in den, hoffentlich spricht Howard jetzt nicht ins Normal. Ja, ich war genauso tot. Ich habe also über eine Minute gebraucht, ein X-Term aufzukriegen, in dem dann Top nicht mehr gestartet ist, weil es sich so zu Tode geswappt hat. Hat zum Glück noch eine Root-Konsole auf dem Text und wo er da dann hingewechselt hat, habe ich tatsächlich erstmal den Chrome tothauen können und einiges andere, damit sich der Rechner freischwimmt und jetzt ist gut. Ich weiß nicht, okay, was das mit, muss ich für morgen auf den Workshop vielleicht die Kamera auslassen, wobei an einer Stelle brauche ich den. Gibt es noch schnelle, einfache Fragen? Sonst auch Einladung morgen zum Workshop. Vielleicht kommt das Shell-Skript drin vor, wie man dann hier Sensordaten findet. Also das ist ja auch wieder Shell-Akrobatik, da irgendwie ein so ein Thema für den Workshop wäre, weil ich mit der InfluxDB, das ist so ein bisschen SQL, aber ich glaube auch nicht richtig, aber ich kann auch kein SQL. Manche Abfragen nicht kann, dann tut man sich die Abfragen mit einer Shell so zusammenbasteln, dass dann das rauskommt, was man braucht. Aber wenn es jemand interessiert, so als Thema, weiß ich nicht. Da ist ja Fragestunde, das ist so ein Ding. Okay. Aber da könnte man sich, wenn es sonst keine Frage gibt, auch über den Kram unterhalten, da bin ich sehr offen. Ja. Blick auf die Uhr würde ich dann hier auch einen Cut machen, wenn ich jetzt. Ich würde eigentlich auch gerne, weil ich will nämlich nachher zum State of the Universe. Okay. Wenn ansonsten noch Bedarf besteht, hätte ich gesagt, geht in die Kaffeeküche oder ähnliches, aber man erreicht dich ja bestimmt auch irgendwie über dieses Internet. Eigentlich nur per Mail. Also ich bin so ganz, da ich noch ein very oldschool, non-smart Home habe, aber per Mail sehr gerne. Oder natürlich auch morgen noch, also vielleicht auch dann nach dem State of the Union noch ein Stück dann in Kaffeeküche oder gibt es heute Abend noch ein Lagerfeuer oder sowas? Letztes Jahr gab es noch so eine Lagerfeuer-Lounge, irgendwas, wo niemand gekommen ist. Da bin ich muss irgendwann nach 18:30 Uhr noch einkaufen gehen. Sonst wird das Wochenende noch ein bisschen traurig. Aber werde dann auch später wiederkommen. Oder auch wenn es jetzt ist, dann gehe ich State of the Union, kann ich mal auch später anhören. Ich bin jetzt hier gerne noch länger für euch verfügbar und mit am Quatschen. Der Raum ist nachher belegt, gell? Oder wie geht es jetzt? Genau, also hier nicht. Den Raum würde ich jetzt einmal zumachen, damit Raum wir räumen haben und das Recording. Die Kaffeeküche finde ich bei den Event irgendwas dann auch. Ich bin noch neu hier. Genau, auf der Event-Seite gibt es unter Community mehrere Räume, unter anderem die Kaffeeküche. Würde ich dann vorschlagen. Mal kurz in die Runde fragen, hat jemand noch Interesse, gleich weiter zu quatschen, weil dann würde ich den nächsten Vortrag canceln oder auch später sonst eine Mail schicken und wir finden sonst auch noch ein Zoom, Jitsi, keine Ahnung, weiter quatschen. Also Dinge, die mich interessieren würden, ist, wer hat so ein großes Netz? Wer hat mehr wie 200 Knoten? Wer macht irgendwelches Corona-Gedöns am liebsten mit so VOC, Zigbee-Knoten? Hast du Hardware für den privaten Einsatz? Enrico, wir können nachher mal noch quatschen. Oder chatten oder irgendwie, oder gehen noch kurz in die Kaffeeküche. Irgendwann hatte ich nochmal eine Frage parat. So die Sachen, die jetzt gerade so ein bisschen en vogue sind. Aber ansonsten Feedback gern per E-Mail. Stand vorne drauf, könig@linux.de oder irgendwie auf der Folie. Die Folien werde ich dann heute Abend oder morgen hinschicken, dass die kommen auf die Webseite und da dann nachgucken und nachfragen. Also für größere Netze ist mir das Zigbee tatsächlich immer nur so ein kleines bisschen unheimlich. Ist jetzt relativ stabil, aber ist es nicht pflegefrei. Das ist echt ein Problem. Und da ich sehr selten, also fast jedes Mal, wenn ich in die Firma komme, jetzt auch Batterien auswähle, einen Router streicheln, einen Temperatursensor streicheln, ist schon überhaupt mit drin. Ist nicht viel, aber es läuft nicht stabil. Gut. Aber bei 50 und mehr Knoten. Alles Gute. Herzlichen Dank und danke für eure Geduld. Genau, und hier geht's gleich weiter mit TTN. Ach, jetzt kommt TTN, oh wie fies. Jetzt kommt TTN. Ich glaube, dann bleibe ich hier, dann können wir nachher weiter quatschen. Dankeschön. Ciao.